Geh raus, wo ist er? Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir spielen heute die letzte SCP-Episode für dieses Jahr. Euclid Kita. Euclid. Ohne Intro. Ja, Random Map Seed. Es geht los. Ladezeit. Ich lese mal wieder eine Zuschauerfrage vor. Und zwar fragt The Ultra Mark LP: Mit welchem SCP würdest du lieber 2 Stunden in einem Raum sein? Dem schwarzen Wichser SCP-106 oder Erdnussfresser SCP-173? Also ich würde ziemlich sicher eigentlich mit 106 in einem Raum sein. Wollen. Ja. Die ganze Zeit 2 Stunden lang nicht blinzeln ist schon stressig. Ist schon hart, aber du kannst ja bei dem anderen zumindest davonlaufen. Selbst wenn er dich erwischt, dann hast du eine reelle Überlebenschance in der Pocket Dimension. Wo der jetzt hier gerade herkommt. Kann es sein, dass er gerade ziemlich schnell geladen hat? Das ist ja bei Random Maps so, stand ja im Changelog. Achso. Dass die Ladezeit nicht schneller sein soll. Da lag es immer daran, dass man eine User Map. Das haben wir auch schon in der letzten regulären Episode festgestellt. Es kommt auch immer häufiger bei diesen Random Maps vor, dass der erste Raum, dass es normale Gänge sind oder Kreuzungen und dieser Startraum erst an dritte oder vierte Stelle kommt. Ist mir aufgefallen. Und der Ton ist heute verhältnismäßig leise, kommen Sie vor. So. Wir versuchen wie immer Gate B zu finden, denke ich mal. Ja. Bei Versuchen. Ein Zuschauer hat mir übrigens so eine Mod geschickt. Box of Horrors heißt die. Die haben wir versucht zu spielen. Aber da ist das Spiel immer wieder abgestürzt. Oh, ich hab Scheiße gebaut. Sterben wir? Wow! Eieiei. Das Geräusch, das hätte nicht sein müssen. Doch, das Geräusch ist halt das Gute erstmal. Ja. So. Das hat uns böse gekriegt. Geht's erstmal rechts, von da kommen wir her. Da schmeiße ich eine Battery. Oh yeah! Aber kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Nein, wir brauchen zuerst eine Level. Oh, da liegt da auch was. Zwei. Liegt da die. Was denn, die Level 1 Karte? Dann liegt da die Batterie hin und das die andere. Nee, von da kommen wir her. Das passt schon. Aber ich glaube fast. Ich glaube fast, dass die Keycard weiter vorne noch war. Weil das da schaut schon. Das sind ziemlich übersichtliche. Nach Weiterführung aus. Deswegen gehe ich jetzt mal hier zurück. Aber davor kam doch gar nichts, oder? Doch, da waren auch Kreuzungen. Ah ja, stimmt, da ist der Code von der Decke gefallen. So, und ihr könnt uns mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Ist mir von daher gekommen? Nee, ne? Da ist er drin. Ich muss sagen, ich bin kein so großer Fan von Weihnachten. Für mich ist das eigentlich mehr Stress, als dass es wow. Eine schöne Zeit ist. Wo war denn der Schalter? Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Was machst du? Ich lock den jetzt erstmal da rein, dann speichere ich ihn ein. Wow! Alter! Junge! So. Pass mal auf, was du machst, ey. Ruhig bleiben! So. Ist ja alles halb so wild. Ne, von da kommen wir doch her, das ist der Anfang. Oder nicht? Whoa. What the fuck? Hört der fährt auf Zug, oder?
Das war aber kein Until Fox, oder? Nee. Der ist da in den Aufzug rein. Das ist dieser Aufzug, wo man nicht reinkommt. Und? Man kommt rein. Wow! Ja, man ist reinkommen, aber man konnte... Probier's mal. Boots. Den hat einer sein Gehirn an die Wand geschossen. Aber stell dir vor, wir drehen uns jetzt so und da kommt da einer und der schießt uns. Ja, aber das habe ich noch nie gesehen, diese Szene. Ja, sonst hatten wir den Raum ja immer nur in diesen Zuschauermaps. Ja, stimmt. Da war das Event halt wahrscheinlich nicht drin. Ja, geh doch mal weiter. Wie? Ja, durch den Gang? Geh doch weiter. Ja, der hat sich doch gedreht. Hast du nicht gesehen? Also dann waren wir hier noch nicht? Doch, da waren wir doch, da sind wir hergekommen. Was? Junge. Was war da denn los? Scheiße. Mein Herz, das puppert. Was? Wo? Ah, nicht gut. Alter. Was? Hat er gerade geschmatzt oder so? Da, nee, doch nicht. Doch, der macht so Geräusche. Aber bleib nicht so lang, Mann. Bleib nicht so lang, Mann. Von so einer schnurrenden Katze. Gell? Ja, okay, dann gehe ich jetzt wieder da lang. Aber mir kam so vor, als ob sich der Raum gedreht hätte. Da, wenn es kurz so bebt, weißt du? Ja, aber wir sind ja von da gekommen, haben gesehen, dass er nach rechts gelaufen ist. Also müssen wir jetzt... Das ist nicht gut. Der bewegt sich ja ganz schön schnell, Frosch. Ah! Jetzt? Da ist man. Nicht gut. Wir müssen auch zurückfinden, das weißt du schon. Ah, okay, das ist aber. Dann gehen wir einfach zurück. Dann ist egal, was danach kommt, oder? Nee, das will ich wissen. Ja, wir brauchen doch nichts. Wir brauchen doch nur diese scheiß Fahrt. Ach du, der jumpt. Through. Schaut diese Sackgasse rein. Dreh ich gleich wieder um. Ja, aber was willst du da? Wir haben die Karte, mehr brauchen wir nicht. Lass mich halt gucken. Eben sagst du noch, wir müssen noch wieder zurückfinden. Schau, ist Sackgasse. Ja, Glück. Ha. Ist er noch da? Ja. Oh, nicht gut. Was die Tür? Und jetzt? Okay. Ah ja. Und dann ist da. Der dürfte jetzt nicht mehr da sein. Sehr schön. Oh, Mauspack. Ich spiele jetzt übrigens diese Bugfix-Version. Ja, die behebt wahrscheinlich nur den Memory Access, weil also ein Fehler. Da haben wir den noch eingesperrt. Ja, aber der ist ja dann in den Raum danach wieder aufgetaucht in dieser Schleuse da. Also ist es nur logisch, dass die Tür an dieser Stelle offen ist. Ja? Naja, ob das so logisch ist. Dann müsste er ja an uns vorbeigelaufen sein. Das wäre logisch. Ja, der bewegt sich aber durch die Liftungsschächte. Ja, dann muss er die Tür nicht aufmachen. Ja, auf dem Raum muss er trotzdem erstmal rausgehen. Vielleicht ist er da kein Lüftungsschacht. Achso. Ist es die richtige? Da waren wir noch gar nicht, oder? Doch, da waren wir. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Weg. I hope so. Wollen wir mal speichern? Nein, du kannst speichern, ich speichere nicht. Ich speichere dann. Aber ich habe ein gutes Gefühl diesmal. So, ob alles passen würde. Warte mal. Da müssen wir lang. Das ist das. Aber die Keycard insertiert. Jetzt kriegen wir hoffentlich mal eine gescheite. Ey. Hast du sie hochgeworfen, wieder gefangen, hä? So.
Alles auf Very Fine und Engage. So. Also ich muss sagen, der Livestream, der hat mir ziemlich Spaß gemacht eigentlich. Das können wir eigentlich öfter machen. War voll cool. Auch wenn wir nicht so viele Zuschauer haben, ich finde es schön, wenn wir zumindest so zwei, drei Zuschauer haben, mit denen wir uns dann während dem Spiel unterhalten können. Eine Omnicard, das langt mir. So. Wir müssen halt mal gucken, ich weiß nicht mehr, welche Settings wir das letzte Mal hatten. Da war die nächste Zone, ne? Was war hier? Das wissen wir nicht. Wir können auch gleich in die nächste Zone, ne? Das. Brauchen wir das? Da ist auf jeden Fall drin. Du tust unsere Lebenschancen nur verringern. Lass mich mal machen. Oder? Jetzt unseren Ultimate. Schaut aber auf jeden Fall interessant aus. Ja, aber letztendlich sind es nur Sackgassen. Oh, geht's auch noch. Hä? Das sollte noch eine Sackgasse sein. Lass ihn mal durchgehen. Was ist da passiert? Heavy Containment Zone, Memory Access Violation kommt jetzt. Oh. Bin ich jetzt erschrocken, Mann. Schau mal, da ist echt nichts. Ja, dann geht er nicht. Ist der Computer? Aber lass es lieber, da fallen wir. Schaut so aus. Ja, das ist auch, da ist das Gitter. Aber lass es bitte, da fallen wir runter. Das ist eine. Alter. Was ist denn du? Das ist eine Random App. Dürftest du normalerweise gar nicht solche Bugs geben, oder ne? Tja. Das macht mir jetzt Angst. Zufall? Glück. Wunder. Sackgasse. Sackgasse! Ja, ist ja gut. Da ist mir so dunkler geworden, das hab ich neugierig gemacht. Blinzel mal. Schon wieder. Da geht's aber auch nicht lang. Da fällt man auf und da. Dieses blöde Geräusch kommt doch nur, wenn danach nichts ist, oder? Ich weiß nicht. Du musst aufpassen, da hat irgendwas eine Tür geöffnet vorhin. Ja, ich hab's gehört. Da ist nichts. Aber ein SCP ist es nicht. Meinst du? Das ist aber Nine-Tailed Fox und das ist genau ungefähr genau so. Ja, aber Nine-Tailed Fox kommt doch normalerweise erst, nachdem man diese Türstage gehört hat. Es dreht sich wieder, ne? Nee, ich glaube, es dreht sich nur in solchen Räumen, wo man auch so ein Lüftungsdings hat. Ah ja. Weißt du noch? Vorhin? Hey, ich wollte es gerade sagen, Mann, mach auf! Ich hab's fast gedacht, Mann. Ich hab gerade gesagt, weißt du noch vorhin? Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt da geguckt habe, Alter. Ja, und warum sind die jetzt immer in diesen Räumen? Oh. Das war doch sonst nicht. Sonst waren die doch mal safe, diese Räume. Geh da weg. Dieser Bastard. Oh Gott. Das Spiel macht mich fertig. Der ist immer noch da, Mann. Das ist so ein scheiß roter Raum. Das zweite Mal heute. Alter. Ach, diese Rohre. Oh. Meine Hände sind klatschnass. Würde ich an der Stelle mal kurz anmerken. So. Also gut. Gehen wir in die nächste Zone. So, gucken wir, ob es jetzt wieder so ein Geräusch macht. Ja. Oh ja. Aber warum? Das haben wir sonst nicht. Ist ja nicht aufgefallen, ne? Oh, nicht gut.
anderen Seite müsste Sackgasse sein. Wir brauchen ja jetzt in dem Bereich, was brauchen wir da für Räume? Eigentlich in dem Bereich gar keinen mehr, oder? Der Electrical ist in dem Bürobereich, oder? Was ist das? Ah, okay. Ne, da gehen wir lieber nicht rein. Ja, nicht die Glocke. Ich weiß immer noch nicht, was du da genau machen willst mit der Glocke. Ist jetzt durchgekommen. Ne. Aber. Vielleicht grunt er da unten. Ja. Was denn, gehen wir runter? Da ist die Weste auf jeden Fall. Ja, wir gehen runter. Was ist das denn für ein Leaflet? Ein Dock ist es, ein Dock. Dr. Els Note. iPod, heißt es iPod? My Food. My Food. Das ist so eine scheiß Sauklaue, das kann man doch nicht lesen, ey. Was der Dr. Larry da geschrieben hat. Hast du das gewusst mit dem Dr. Larry? Nee, bis letztes Mal nicht, ne. Ah, wie soll denn ein Radical Larry? Weil der dann ein Radikal ist. Radikal ist, ja. Ein freies Radikal. Da brauchen wir nichts sonst. Nicht, dass der Dr. L hier auftaucht. Werden wir da verstrahlt, wenn wir an dieser Nuke sind? Bisschen schon, oder? Minimal. So sehr wie auf einem Transatlantikflug. Na gut. Bei einem Transatlantikflug bekommst du die Röntgenstrahlung von einem Thorax-Röntgen ab. Immer so am Rande. So, wo gehen wir lang? Das ist ja faktastisch. Ah, super. Ne, da müssen wir noch nicht rein. Stimmt. Aber markier das mal mit einer Batterie oder so. Ja, aber siehst du, das ist der Raum da an der anderen Ecke. Das war der schon. Der hätte man abkürzen können. Cheaten hätten wir da kommen. Aber wir wären davor wahrscheinlich ins Nichts gefallen. Von da kommen wir her. Und da müssen wir hin. So, die Karte mit dem Chip, das passt zu dem SCP-020, so. Habe ich mir gedacht. Okay. Nein! Oh mein Gott. Müssen wir da lang? Wir können auch außen rumlaufen. Soll ich? Ja. Außer da kommt auch so ein Schild. Boah! Ich glaube, das ist eher der Raum, oder? Ja, sieht eher so aus. Wir können ja wieder raus und dann den anderen probieren. Das geht ja, habe ich mal gemacht, ne? Maske und schusssichere Weste. Alter, ist offen. War das schon? Hast du die eigentlich angenommen? Die Dinge? Nee. Gerade Gedanken gewesen. Ach nö! Nicht so einer. Ja, müssen wir da hin? Ich glaube nicht. Da geht's ja dann rechts rum, ne? Ja. Da gehen wir dann raus. Ja, wo ist denn der Electric Room? Ist der in der Zone? In der Zone? In der Zone? Oh, 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 oh. Ding Dong. Mach mal Ding Dong. Da geht's auf jeden Fall in die nächste Zone. Da ist doch der Electric Room, oder? Bist du sicher? Schwer, es ist auch nicht. Oh oh, das ist das andere Ende, hä? Scheint safe zu sein. Das ist ein Raum völlig ohne Event, aber das ist doch der, wo der Fleck am Boden war. Ach nee. Da gehen wir da lieber mal nicht lang. Bevor das wieder buggt. Electricity ist doch in der anderen Zone, oder? Ich weiß nicht. Der ist doch in so einem weißen Gang.
wo es ums Eck geht. Komm, geh in die andere Zone. Und dann müssen wir zurück zu dem. Ja, das ist doch die Endzone schon, oder? Aber da ist doch der Electrical. Was ist da? Kein Plan. Wie lange spielen wir auch schon 20 Minuten? Ah, das geht ja noch. Das sind wir noch im Schnitt, ne? Gasmaske. Wäre jetzt witzig, wenn wir es durchspielen würden, so am letzten Let's Play in diesem Jahr. Können wir so sagen, wir haben es noch 2013 geschafft. Da müssen wir hin. Also ich sag, der ist in einer anderen Zone. Elektrischer Raum. Ach nee, 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 nee. Maintenance. Nein, nicht. Warum? Geh in die andere Zone. Da ist der Electrical, der ist doch, du kennst es doch, das ist ein weißer Gang, wo so ums Eck läuft. Und nur damit ich nicht in den Maintenance-Tunnel gehe, oder was? Ja, auch. Also sag ich es schon die ganze Zeit, schon bevor ich wusste, dass da der Maintenance-Tunnel kommt. Und wenn er da nicht ist? Also die Maske immer runter, sonst zieht doch keiner aus. Ja, aber damit kann ich mehr rennen. Ach so, stimmt. Hey, wo müssen wir hin? Da. Ein genitaler Orientierungssinn. Das wäre mal scary, wenn da einer drin sitzt hinter der Scheibe. Ja. Und dann aufsteht und geht. So ein Clown oder so, so ein fieser Clown. Der. Ach man, in der Version 0.9 soll es ein neues SCP geben, SCP 035 oder so. Hast du schon nachgeschaut, was es ist? Nee. Der ist da, oder? Ja. So, Jump. Ja, Electrical. Center heißt es, Electrical Center. Ja. Das war ja ein kurzer Weg. Dann kommen wir gleich wieder zurück. Nur ein Hindernis, diesen blöden Serverraum. Der wird da bestimmt immer noch sein danach. Buh. Rauf runter, rauf runter. Na gut, haben wir's. Junge, wir schaffen's heute. Und dann kommen wir ja da direkt wieder hin. Wir müssen ja nochmal hin. Das ist ja, ja easy going, Junge. Wir sehen am besten gleich offen, oder? Ja, okay. Nein! Warte kurz, bis er losläuft. Warte, Scheiß. Ja, jetzt war das da oder was? Ja, jetzt war das. Jetzt muss ich machen. Ja. Da kommt er schon. Eine Geschwindigkeit drauf, du. Auf den Zahn, aber die Augen haben jetzt gar nicht gebackt. Oh, bitte verkack's uns nicht. Du Schwarzer. So, gehen wir jetzt dran? Weiß ich nicht. Wo ist der Raum, den wir suchen? Der. Ich glaube fast, das gehört aus. Wir müssen eh gerade. Aber nicht gut. Aber das ist gut, oder? Meinst du? Nein, da brauchen wir zu lang. Die Treppe runter, ne? Brauchen wir zu lang. Auf einfach, der wird schon irgendwann abgehängt. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren, deswegen habe ich jetzt ein bisschen. Ah ja! Ja, da war's. Geil, Alter. Hoffentlich schafft das nicht. Hoffentlich hängen wir ihn ab. Sonst haben wir verkackt. Richtig. Jetzt wissen wir gar nicht, wo er kommt, oder? Ich glaube, du musst aus der Richtung kommen. Kann man sich ducken, ja. Oh Gott. Ja, der kommt doch von oben. Was hat der gemeint? Der bewegt sich. Ach, keine Ahnung. Oh Mann, ey, warum? Ich glaube, wir sterben gleich. Safe. Nicht safe. Und was ist das jetzt hier? Safe? Nee, aber was ist das jetzt hier? Jetzt kommt er. Aber von wo? Ja, da. Von da. Da kann man ihn sogar noch rumlenken. Ja.
Wenn wir mal geradeaus wieder weglaufen. Immer gerade. Wow! Wow! Der heute hartnäckig. Wir hatten es auch schon, dass er plötzlich gleich weg war, ne? Jetzt ist er weg. Oh. Der hätte uns das. Aber das ist gut, weil bevor man diese Halluzination sieht, dann gongt es wie die Glocke. Der hätte uns jetzt richtig in die Suppe gespuckt, auch wenn wir überleben. Wir hätten nochmal alles suchen müssen. Keine Pille dabei. Wer hat ihn getötet? Der Computer, ne? Mit seinen telekinetischen Kräften. Hallo. Jetzt ist das Event nicht aktiv, hä? Wieso? Das ist jetzt eine Verarsche, ne? Wieso sollte das Event nicht aktiv sein? Das ist eine Random App. Ja, das ist doch nicht aktiv, wenn man das Ding nicht aktiviert, ne? Also wenn man trotzdem reinkommt, dann kann man nicht mit dem sprechen. Was ist echt das? Ein Access-Code für diesen Raum da, aber. Da muss man den anmachen, hä? Ja, das bringt Sinn. Ja, da haben wir ihn schon aktiviert, indem wir vorhin reingegangen sind. Mhm. Jetzt, bevor du die Remote Door Control deaktivierst, kommst du nicht in den Raum, was die Tür gleich wieder schließt. Ja, stimmt. Und selbst wenn du dich da reinschiedest, ja, also halt mit Glück da reinkommst. Ja, wir waren ja aber wo wir geflüchtet sind gerade, sind wir schon reingegangen. Nicht, dass es da mehr. Wir haben wir sind nicht da reingegangen, nein. Ich hab die Tür nicht geöffnet. Was ist denn das für ein Kack? 106? Was machen wir hier? Warum? Jetzt schaffen wir das mal so gut. Hey, der wird nicht zweimal da sein, oder? Was kann man da machen? Soll jetzt runtergehen? Oder wir finden den Access-Code für diesen Raum raus. Vielleicht kann man da wirklich den aktivieren. Ich weiß es ja nicht. Nein. Ja, aber warum funktioniert das nicht? Das Event nicht aktiv. Ist doch ein Geschmarri. Ich gehe nochmal zurück zum Electrical. Und dann? Mach ich nochmal Door Control on und off. Die muss ja off sein. Weißt du, dass er da ist? Ich weiß nichts sicher. Ich glaube, du bist ganz falsch. Nein, ich bin richtig. Ich hab doch hier den digitalen Orientierungssinn. Schau, der andere ist auch gar nicht mehr da. Vielleicht sind die Räume ja zu weit auseinander. Vielleicht muss ich Primary-Ding auch hoch runter machen. Primary, du hast nämlich nur bei Secondary. Door Control. Muss off sein, ne? Ja, wir sind ja reingekommen. Da mal runter, hoch und runter. Und bei dem anderen auch. Einfach so. Was ist Primary? Was soll das bringen? Jetzt schaffen wir es mal, ne? Immer ist irgendwas. Ja, den wird es ja nicht zweimal geben, oder? Den Computer. Nein. In der Random Map glaube ich nicht. Naja. Also laut SCP-Wiki taucht diese Halluzination nur alle 15 Minuten regelmäßig auf. Als ob du jetzt irgendwas herausfinden würdest. Ich möchte diesen Code. Ja, dann such. Bis jetzt nochmal. Was ist das? Was steht in dem Raum? Dieser Raum, was steht da drüber? Access Control oder so? Was? Achso. Da steht gar nichts. Ich hab halt Door Code
SCP-072. Oder sowas. Oh Mann, das ist doch scheiße. Haben wir die 7816 probiert? Das ist doch vom Doktor. Das ist ja, ja. Das ist nämlich zweimal derselbe Code. Was ist das jetzt? Was machst denn du? Weiß ich nicht. Schön an derselben Stelle, ne? Assi. Ich mach die Door Control on und probier es dann nochmal, aber da müsste die Tür ja zu sein. Und ansonsten gehen wir einfach woanders ran. Sei es drum, sei es drum. Die Pille wäre jetzt gut. Was hast du gesagt? Ist es gut, dass der Electrical Center so nah am SCP-072 ist? Ja. Das ist schon eine ganze Ecke irgendwie. Ich lasse die Gasmaske an. Ich finde es eh nichts raus. Mit der Gasmaske kannst du wenigstens nonstop durchrennen, das ist schon mal gut. Wenigstens etwas. Ne, aber auch mit Door Control. Auch mit Door Control on kommst du da rein und passiert nichts. Es ist verbuggt, Leute. Dann gehe ich jetzt durch den Maintenance Tunnel. Ja. Das ist ja echt kacke. Wir waren so nah dran. Mal wieder. Es soll einfach nicht sein. Du findest nichts. Ich goggle jetzt. Oh Mann. Schon wieder. Man sieht voll gar nichts, wenn du die Maske aufhast. Wo ist er denn? Verfolgt er uns? Ja. Oh ja, also. Oder soll ich mich von ihm packen lassen? Nee. Nee. Wir sind besser als das. Come on, come on, come on, come on, come on. Jetzt kam der. Ja, was war das denn? Hat sich geportet? Der ja. Von geradeaus kommt. Das kam mir schon so vor, der kommt jetzt eh nicht von links. Ja. Hoffentlich sind wir wieder in dieser geilen Nicht-Zimmer-Nicht-Scheiße, oder? Nein, das ist es nicht. Ne, da muss man erst in den Gang, ne? Dann kommen wir dahin. Den hab ich. Das ist aber die Burnout. Gehen wir dann noch. Soll ich es aufnehmen? Was Bloodstained Note? God in Heaven. Ich weiß nicht, wo ich die hab.
lass es doch jetzt. Oh. What the fuck? Das ist ja neu. Oder? Ja, aber zumindest in der Textur neu. Trotzdem solche Dinge. Aber die Yuka hat ja gesagt, dass es zwei Brücken sind. Bei der einen ist es deutlich einfacher. Echt? Ja. Und ich glaube, das ist das einfach. Du glaubst? Ja. Ich muss nur anschätzen, an welcher Stelle das Ding ist. Viel weiter. Da ist die. Da fährt er mal drüber. So, auch nächstes Mal kann ich, glaube ich, drüber gehen. Nee, geh noch einen Schritt vor. Einen Schritt kommen. So? Oder geht es mir noch weiter? Hm. Ah. Eieiei, da gehen sie über Kreuz. Aber ich hab das. Oh! Oh! Mein Gott. Scheiße knapp, ja. Ah, scheiße, das kannst du vergessen. Ich glaube, ich muss links bleiben, oder? Ja. Ah, fall nicht runter, du stehst schon ganz knapp da. Scheiße, was soll ich machen? Oh yeah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh yeah. Gut. Ah, da hättest du dann doch noch rechts. Scheiße. Ja. Das war's für das Jahr, oder? Ja. Na gut, war immerhin eine etwas längere Episode, aber auch zum Ende war es ja langweilig. Das ja, warum immer ist irgendwas, das mir nicht Gate B erreicht? Ja. Entweder kommt Memory Access Violation oder irgendein scheiß Bug und ein Event fehlt. Aber dass es sogar in Random Apps das Event fehlt, das kam bis jetzt noch nicht vor. Nee. Ja, vielleicht liegt es ja an dieser Bugfix-Version. Hm. Jetzt kommt zwar kein Memory Access Violation, aber dafür fehlen die Events. Spielen wir nächstes Mal wieder die normale? Ja. Hätte ich auch gesagt. Vielleicht gibt es ja bis zum nächsten Mal sogar die 09. Ja. Müssen wir gucken. Dann wünschen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Rutscht aber rutscht nicht zu weit. Oder wie sagt man? Keine Ahnung. Ihr könnt euch oder uns, ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, was ihr an Silvester macht. Und ob ihr euch was fürs neue Jahr vorgenommen habt. Ja. Ich mach das eigentlich nie, aber. Ich auch nicht. Aber es ist trotzdem interessant, vielleicht macht das ja jemand. Finde eh nix. Jetzt macht's keiner, weil ich es gesagt habe. Ja, schreibt uns auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Jahr. Bis dahin. Ciao. Tschüss.